Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Ja, Frau Kollegin Scharrenbach, vielen Dank für den Antrag. Erstmal, wir hatten ja schon Gelegenheit, kurz vorher mal zu sprechen. Ich hätte es mir gewünscht, dass dieser Antrag im umgekehrten Verfahren läuft. Gerade Sie sprachen auch an, Anhörung läuft oder beziehungsweise wird von Ihnen beantragt werden. Der Antrag enthält viele besprechenswerte Aspekte, über die wir in der Tat, insbesondere was die Bereiche Selbstbestimmung angeht, insbesondere aber auch was die Fragen der finanziellen Unterfütterung der Betreuungsvereine und der anderen Betreuer angeht, zu diskutieren bleibt. Absolut. Die CDU stellt hier durchaus allerdings auch vielleicht auch etwas bewusst plakative Forderungen auf, die das Betreuungswesen insgesamt verbessern sollen. Darüber wird und wurde diskutiert. Der Aktionsplan der Landesregierung wird sicherlich auch dann im Ausschuss mit thematisiert werden können, zumindest teilweise. Und insgesamt enthält Ihr Antrag eben durchaus auch begrüßenswerte Ansätze. Von daher nochmal meinen Dank. Die Frage der Bundesratsinitiative und der Diskussion eben auf Bundesebene, was die Vergütung der Betreuung, sowohl der Betreuungsvereine, also der Förderung der Betreuungsvereine, wie aber auch der Berufsbetreuer angeht, ist sicherlich ein Thema, das ist ja nicht neu, sondern das wird schon seit vielen Jahren bespielt, beachtet, betrachtet. Richtige Regelungen, also eine, wie soll man sagen, eine Reform des Betreuungswesens, auch des Betreuungsrechts, ist sicherlich vielleicht doch eher vonnöten. Und insgesamt aus meiner vergangenen beruflichen Praxis, muss ich sagen, gibt es da auch noch viele andere Aspekte, die jetzt allerdings gar nicht in dem Antrag berücksichtigt sind, gerade auch auf rechtlicher Ebene, die es noch zu bedenken gäbe, aber auch im Bereich der der Findung qualifizierten Personals, so möchte ich es jetzt einmal nennen. Da gibt es auch im Betreuungsrecht nicht so ganz eindeutige Regelungen, was denn da jetzt überhaupt, wer denn überhaupt richtiger oder besser qualifiziert, ausreichend qualifizierter Betreuer, Betreuerin sein kann. Auch da vermissen viele, auch im Übrigen die Betreuungsvereine, wesentliche Regelungen und vermissen da die Aktionen des Gesetzgebers, der da einmal irgendwo an einer Stelle, egal ob auf Bundes- oder Landesebene, es wird aber wahrscheinlich nur auf Bundesebene geregelt werden können, entsprechende Kriterien festlegt, wer denn überhaupt hier Betreuerin oder Betreuer werden soll, kann, darf. Mal abgesehen von der Aufsicht über das gesamte Betreuungswesen. Und wenn Sie in Ihrem Antrag ansprechen, dass die Initiative durchaus auch dahin gehen soll, die gesamte Zuständigkeit für das Betreuungswesen, das vor allen Dingen in rechtlicher Hinsicht, in einem Ministerium zu bündeln, bin ich auch bei Ihnen. Schon jetzt, Sozialministerium sein muss, da bin ich allerdings auch etwas anderer Meinung, ähnlich wie der Kollege Wedel. Ich glaube schon eher, dass aufgrund der rechtlichen Gewichtung im Betreuungswesen, im Betreuungsrecht, das Justizministerium, so wie Sie es zum Beispiel, was die Internetplattform angeht, die Sie fordern, ja durchaus annehmen, dass das Justizministerium da führend sein soll, glaube ich, dass es auch das Betreuungsrecht auch im Übrigen dann beim Justizministerium gut angesiedelt wäre. Alle weiteren Aspekte lassen sich hier aufgrund der Fülle der Aspekte, die Sie in Ihren Antrag reingepackt haben, hier in dieser Kürze der Zeit der Debatte überhaupt nicht für die Einbringung bzw. für die Überweisung in den Ausschuss gar nicht erwähnen, geschweige denn in zweckentsprechender und vor allen Dingen auch seriöser Form abarbeiten. Von daher freue auch ich mich auf die Beratung im Ausschuss und wünsche Ihnen ebenfalls einen schönen Abend. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz.